Was geht und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video erkläre ich euch, wie Repair Kits, Medikits, Bandagen und so weiter mit der richtigen Animation hinzufügen könnt. Als allererstes geht ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung, dort kommt ihr auf meinen Discord. Wenn ihr dann hier auf meinem Discord seid, müsst ihr in den Channel YouTube-Info. Dort macht ihr dann einmal diese Schritte hier, ist eigentlich ganz einfach, ihr müsst einfach ein Abonnent sein, euch dann in diesem Channel hier verifizieren lassen. Wenn ihr das dann auch gemacht habt, dann geht ihr hier in den Channel, dann bekommt ihr nämlich Zugriff auf den. Dann bekommt ihr eine WinRAR-Datei, die entpackt ihr, dann bekommt ihr diesen Ordner. So, dann öffnen wir unser FileZilla, zack. Und gehen in den ESX-Ordner, ziehen das hier rein, tragen das noch in das Server-Config ein. Zack. Und das wäre es sogar schon, aber wir müssen natürlich auch bei diesem Script hier die SQL-Dateien hier. Die SQL-Dateien hier müssen wir natürlich auch noch kopieren. Das ist hier, also das sind hier wirklich sehr, sehr viele Items. Ihr könnt natürlich die ihr gar nicht haben wollt, auch einfach rausnehmen. Zum Beispiel, falls ihr jetzt nur Repair Kit haben wollt, tut ihr das hier einfach raus, zack, und hier das Komma weg. Und dann hier gibt es auch noch extra Shops. Das wäre es sogar schon. Dann hättet ihr die Repair Kits und so weiter installiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kommt gerne auf meinen Discord, da lade ich auch täglich Ressourcen hoch. Und verkauft auch sehr, sehr seltene Scripts. Unter anderem auch wirklich sehr gute Scripts, die ihr wahrscheinlich noch nie gesehen habt. Beziehungsweise so noch nicht gesehen habt. Und dann würde ich sagen, haut rein.